get across. Now, some of the stuff you're going to see is very work in progress. What we're just going into. So, wir legen dann direkt mal los. Bitte beachtet, dass einiges von dem, was ihr jetzt seht, Work in Progress ist. Das heißt, es ist alles noch in Entwicklung und einiges mag nicht funktionieren. Das, wo wir jetzt als erstes hingehen, ist die Gilde. Hier bekommt ihr alle eure Aufträge und hier treffen sich auch alle Helden. In der Fable-Welt gibt es eine ganze Menge Helden und alle versuchen gleichzeitig heldenhafte Dinge zu tun. Eine der größten Herausforderungen in Fable ist es, angesichts dieser Konkurrenz trotzdem der berühmteste Held von allen zu werden. Wir sind jetzt zum Beispiel gerade zu diesen Leuten gelaufen und sie haben uns erkannt als so eine Art Prominenz und sie klatschen ganz begeistert, weil wir berühmt sind. Und jetzt werden wir uns einen neuen Auftrag besorgen. Lasst uns mal schauen, was es gerade an freien Aufträgen so gibt. Oh, Simon, der das hier gerade für uns vorspielt, hat schon einen Auftrag angenommen. Ein wichtiger Aspekt unseres Missionssystems ist es, dass es sowohl eine gute als auch eine böse Seite bei jedem Auftrag gibt. Wir werden jetzt zu einem Farmer gehen, der um Hilfe gebeten hat, dass ihm ein Held dabei hilft, sein Eigentum zu beschützen. In diesem Fall hier, für diese Vorführung, werden wir ein guter Held sein. Würde ich selbst spielen, wäre ich natürlich auf jeden Fall böse, aber Simon, der das Spiel hier für uns vorführt, hat sich entschlossen, gut zu sein. Das bedeutet, er wird das Eigentum des Farmers schützen. Als böser Held könnte man sich auch entschließen, die Farm einfach anzugreifen. Auf dem Weg zur Farm müssen wir eine Reise durch Greatwood machen. Zunächst sollten wir hier noch ein paar Dinge zum Helden sagen. Der Held morpht, das heißt, er bewegt sich ständig, um die Art und Weise zu reflektieren, wie ihr dieses Spiel spielt. Wenn ihr herumrennt und ständig schwere Waffen benutzt, werdet ihr feststellen, dass eure Arme anschwellen und ihr Muskeln entwickelt. Wenn ihr dagegen primär Magie einsetzt, werdet ihr feststellen, dass sich die Augen eures Charakters verdunkeln. So kann jeder seinen eigenen Helden kreieren und der Held reflektiert euch und die Art und Weise, wie ihr spielt, weil genau das ist ja das, worum es fundamental in Rollenspielen geht. Warum solltet ihr in einem Rollenspiel irgendjemand anderes Helden spielen, wenn ihr genauso gut auch euren eigenen Helden spielen könnt? Wir wollen, dass ihr am Ende von Fable auf euren Charakter guckt und sagt, das bin ich, das ist mein Charakter und er sieht anders aus als dein Charakter oder dein Charakter oder dein Charakter. Diejenigen hier, die Simon beim Spielen sehen können, werden feststellen, dass der Charakter Simon sehr ähnlich sieht. Das liegt daran, dass ihr alles selber festlegen könnt. Euren Haarschnitt, euren Bart, das könnt ihr alles modifizieren, wie ihr gerne möchtet. Ihr werdet feststellen, wenn ihr einige Stunden am Spielen seid, dass eure Merkmale, körperlichen Merkmale des Charakters nach und nach immer einzigartiger aussehen werden. Jetzt sprechen wir ein wenig übers Kampfsystem. Das Kampfsystem besteht aus Elementen, die sehr, sehr leicht zu lernen sind, aber sehr, sehr, sehr schwierig zu meistern. Es gibt zum Beispiel Dinge, die nennen sich Flourishes. Flourishes erlauben euch, Spezialmanöver auszuführen, je nachdem, wie erfahren euer Charakter ist. Ihr könnt jederzeit physischen Kampf, Schwertkampf und den Einsatz von Magie kombinieren. Genauso gut aber auch Schwertkampf und den Kampf mit Fernwaffen oder jede andere Kombination, ganz wie es euch beliebt. Auf halbem Weg durchs Spiel könnte euer Charakter zum Beispiel aussehen wie Conan der Barbar. Er könnte riesengroße Muskeln haben, breit wie ein Schrank, aber komplett nutzlos, wenn es zum Beispiel um Schleichen geht. Auf der anderen Seite könntet ihr zum Beispiel hauptsächlich Fernwaffen einsetzen und dann vielleicht hinterher eher so aussehen wie Bruce Lee. Auch viele Muskeln, aber nicht ganz so stark und dafür kann er prima schleichen, sich in Schatten verstecken und sich in der Weise ganz anders als Charakter entwickeln. Es hängt also zum Teil damit zusammen, was einfach ihr wollt, wie ihr ihn gestalten wollt und zu einem anderen Teil damit zusammen, wie ihr das Spiel spielt.
Ein weiterer wichtiger Aspekt des Kampfsystems. Oben links in der Ecke vom Bildschirm werdet ihr etwas erkennen. Das nennt sich der Combat Multiplier, der Kampfmultiplikator. Der Multiplikator funktioniert so. Jedes Mal, wenn ihr euren direkten Gegner erfolgreich trefft, geht der Multiplikator um 1 hoch. Der Multiplikator vervielfacht die Erfahrungspunkte, die ihr am Ende bekommt. Wenn ihr also in den Kampf geht, geht euer Multiplikator hoch und hoch und hoch, je öfter ihr eure Gegner trefft. Jedes Mal, wenn ihr aber getroffen werdet, geht euer Kampfmultiplikator wieder zurück auf 0. Als Spieler kann man auf diese Weise also Kampfsituationen auch so ein bisschen zum Zocken ausnutzen. Um zu sehen, wie weit man den Multiplikator treiben kann. Schon allein dieses Element bereichert das Kampfsystem also um eine komplett neue Dimension. Ein weiteres wichtiges Element: Zu jedem beliebigen Zeitpunkt können sich eure Freunde einstöpseln und ihr könnt jederzeit mit bis zu 4 Leuten simultan spielen. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, was das angeht, aber es ist auf jeden Fall sehr cool und man kann es beliebig austauschen. Das bedeutet, Simon könnte zum Beispiel mit seinem guten Charakter in die Stadt gehen, nett zu jedem sein und wenn er wieder weg ist, wechseln wir und ich kann böse Dinge tun. Alles, was ihr tut, ändert die Welt, in der ihr herumlauft, in bestimmter Weise. Ein Beispiel, hier soll Simon Wegzoll bezahlen, er entschließt sich stattdessen, sie einfach alle umzubringen. Das ist natürlich nicht besonders nett. Und er wird ein kleines bisschen böser vom Charakter her, nur weil er sich jetzt da entschlossen hat, diese Leute umzulegen. Er hätte das nicht machen müssen, es war seine freie Wahl, er wurde dazu nicht gezwungen, sondern er hat sich frei entschlossen, es eben auf diese Weise zu machen. Ihr seht hier ganz schön deutlich, dass im Kampf die Gegner lernen, sich um euch herum aufzustellen und zu scharen. Hier haben wir jetzt gerade einen Zauberspruch benutzt, Burning Hands. Es gibt insgesamt 20 verschiedene Magiesysteme, die ihr alle kombinieren könnt. Jedes Magiesystem hat wiederum ein Minimum von mindestens 3 Power-Ups, die ihr wiederum individuell kombinieren könnt. Wir brauchen diese Anzahl von Power-Ups, um sicherzustellen, dass ihr auch wirklich euren eigenen Helden kreieren könnt. Wir springen jetzt mal in eine Stadt. Ich möchte euch nämlich gerne zeigen, wieso das Leben in der Stadt funktioniert. Ich könnte euch natürlich jetzt noch alles übers Kampfsystem zeigen und euch alle Zaubersprüche zeigen, aber ich glaube, letztendlich ist es gerade das Leben in der Stadt und die simulierte Welt und die epische Story und so, die ganz wichtig sind, um Fable zu verstehen. Ganz wichtig zunächst mal, die Städte werden euch kennenlernen und sich an euch gewöhnen. Seid ihr also immer nett zu den Bewohnern einer Stadt, werden sie euch auch freundlich begrüßen. Einige Kinder mögen sogar damit anfangen, sich anzuziehen wie ihr oder ihr Haar so zu schneiden, wie ihr es tragt. Ihr seid halt ihr Held. Ihr seht hier, Simon sieht schon ein bisschen böser aus, ist ein bisschen böser geworden, seine Augen sind ein wenig dunkler. Er dürfte so ziemliche Schwierigkeiten haben, irgendwelche Girls in der Stadt anzubaggern. Aber ihr könnt es natürlich versuchen, denn in Fable, wenn ihr das wollt, kann euer Charakter sogar heiraten. Ich will jetzt auch hier nicht in Details gehen, aber wenn ihr das wollt, könnt ihr vielleicht sogar Kinder haben. Ich werde hier aber nicht detailliert verraten, wie ihr das genau macht. Aber das ist uns halt ganz wichtig, die Fähigkeit, einfach mit den Dorfbewohnern zu quatschen, seltsame Dinge auszuprobieren, seltsame Dinge zu tun. Mir fällt da gerade ein, ich habe einmal einen Tester gesehen. Dieser Tester rannte durch die Stadt und ging zu einem Mädchen und hat ihr eine Rose geschenkt. Und das Mädchen fand die Rose auch ganz toll und sie sind den ganzen Weg runter raus aus der Stadt Hand in Hand gegangen. Und dann hat der Tester angefangen, alle seine Klamotten auszuziehen. Als er seine Klamotten ausgezogen hatte, ist das Mädchen schreiend weggerannt. Das ist nur ein Beispiel für die Freiheit, die man hat und all die Dinge, die man so tun kann.
Achtet jetzt einmal auf den linken unteren Bildschirmrand, wo ihr dieses Kreuz seht. Das symbolisiert ein weiteres neues Element in Fable, die sogenannten Expressions, auf Deutsch Ausdrücke. Wer von euch schon öfter Rollenspiele gespielt hat, wird das kennen. Man sitzt Stunde um Stunde und schaut sich Zwischenszenen an und wartet auf das eine kleine wichtige Stück Information, das man braucht. Bei uns könnt ihr euch die Szenen anschauen und zu beliebigen Zeitpunkten versuchen, euch einzelne Ausdrücke, die die anderen benutzen, rauszusuchen und diese zu lernen. Etwas, das sich zum Beispiel Simon rausgesucht hat irgendwann, ist Rülpsen. Er war in einer Kneipe und hat dort jemanden gesehen, der ein Bier getrunken und danach gerülpst hat. Dann hat er das Rülpsen gelernt und jetzt rennt er rum und rülpst alle Leute an, um zu sehen, wie sie reagieren. Wir wollen wirklich, dass die Leute experimentieren mit all dem, was in der gigantischen Fable-Welt so los ist. Probiert alles aus, schaut, wie die Leute reagieren und erfahrt sozusagen das Spiel. Wir haben natürlich all die Waffen und Ausrüstung, die ihr euch für ein Rollenspiel erwarten würdet. Einen ganzen Haufen Kampfmanöver, dynamisches Licht, dynamisches Wetter und eine ganze Tonne Kostüme. Wenn ihr wirklich, wirklich, wirklich wollt, könnt ihr sogar jemanden töten, nur um das zu kriegen, was er anhat. Aber ihr müsst halt immer bedenken, dass die Welt auf das reagiert, was ihr tut. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch so rumlaufen, also mit fast nichts an. Beachtet hier einmal, ihr altert auch, während ihr das Spiel spielt. Ihr startet das Spiel im Alter von 15 Jahren und wenn ihr das Spiel wirklich so schnell durchspielt, wie ihr irgendwie könnt, seid ihr wahrscheinlich so in den späten 20ern. Wenn ihr etwas langsamer seid und euch mehr Zeit lasst, könnt ihr auch bestimmt schon Mitte 40 sein, wenn ihr das Spiel beendet. Ihr könnt zwischen einem ganzen Haufen von Frisuren wählen, ihr könnt euren Charakter sogar tätowieren. Ihr könnt also wirklich versuchen, einen komplett einzigartigen Charakter zu erschaffen.